Willkommen zum Renntag. Und bevor es zur Sache geht, wird alles noch einmal überprüft. Aston Martin hat uns nicht gerade ein gutes Qualifying gezeigt, aber F1-Rennen sind manchmal wirklich unberechenbar. Wie wird sich das Team wohl am heutigen Tag schlagen? Eine ansprechende Leistung, die Haas im Qualifying gezeigt hat. Damit haben sie eine wirklich gute Ausgangsposition für das Rennen. Und die Wolken sehen heute sehr bedrohlich aus. Kann sein, dass sich die Teams irgendwann während des Rennens mit Regen auseinandersetzen müssen. Und das mitzuerleben ist Nervenkitzel pur. Alle sind gespannt auf den großen Preis der Emilia-Romagna. Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022 in Imola heute. Und wir gucken mal, wie das Qualifying eigentlich ausgegangen ist. Ja, wir sind auf den Plätzen 16 und 17. Okay, das wussten wir schon. Davor dann die McLaren und die Alpha Tauri. Magnussen auf Platz 11 tatsächlich. Dann Joe, die beiden Alpines. Okay, oh, die Mercedes. Da hat sich Bottas noch dazwischen geschummelt. Dann die Red Bulls und ganz vorne Ferrari. Mit, ja doch, da ist schon ein bisschen Abstand dabei, ne? Bei Leclerc auf jeden Fall. Eieiei. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was für eine Strategie gefahren wird. Das Wetter müsste eigentlich hervorragend bleiben. Ja, es ist kein Regen angekündigt, also keine Ahnung, was sie da schon wieder erzählt haben. So, wir gucken mal, was wir für Strategien zur Auswahl haben. Medium Hard. Hard Soft ist langsamer. Und Soft Medium Soft ist noch langsamer angeblich. Also Medium Hard ist die... Okay, gut, das Challenge accepted, würde ich sagen. Wir gucken mal, ob wir sowas ähnliches wie... Soft, Medium, Soft fahren können. Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich hinhauen. Ja, wir stellen die Strategie erstmal so. Ist ungefähr gleich schnell, aber tatsächlich. Das ist angeblich gleich schnell, wirklich. Also die schnellste Strategie, Medium Hard. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas noch optimieren können. Ja, da kann man noch eine Sekunde rausholen. Boah, das ist aber echt auf Kante gefahren, ne? Und Medium Hard ist echt die schnellste Strategie. Ach man, warum das denn? Können wir hier vielleicht, wenn wir einfach sagen, wir benutzen die Reifen ein bisschen mehr. Können wir bestimmt was rausholen. Ja, guck mal, da stecken noch 4 Sekunden drin. Aber hier mit Strategie A ist man trotzdem noch schneller. Leute, es kann doch nicht sein, oder?
Können wir da noch ein bisschen was rausholen? Nee, sieht nicht so aus. Das bringt uns auch nichts. Na, ein kleines bisschen würde uns das bringen. Das ist echt die schnellste Strategie. Ich komme damit gar nicht klar. Ne, also Medium Hard, okay, gut, dann ist das halt die schnellste Strategie. Wir können höchstens noch mal gucken, ob das wirklich irgendwas bringt. Viel, wenn wir hier... Wenn ich hier noch ein bisschen wurschtel, ne, bringt nichts. Und dann versuchen wir die harten Reifen ein bisschen mehr zu fahren. Wir könnten auch die Mediums versuchen ein bisschen mehr zu fahren. Das erstmal langsamer. Macht uns dann aber einen ganz kleinen Tick schneller. Hier da wäre das Beste. Da würden wir die aber richtig runterfahren. Wenn wir sagen, wir fahren die harten Reifen ein bisschen mehr. Da würden wir eine Sekunde sparen. Okay, gut. Dann ist das wohl die beste Strategie. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, ich würde jetzt sagen, wir haben umsonst viele Reifen aufgehoben, aber ja, stimmt ja nicht. Wir haben nicht super viel aufgehoben. Also, wir nehmen uns Strategie B, fahren hier Medium. Die harten Reifen fahren wir ein bisschen härter. So, und dann können wir ja nochmal ausprobieren. Wie das ist mit Strategie A, wenn wir die Mediums ein bisschen härter fahren, ob wir da irgendwie schneller werden. Ne, die Strategie ist tatsächlich schneller. Ja, dann machen wir das so. Und gucken mal, also wir fahren da nicht im Tandem diesmal, wählen dafür den Boxenstopp zu unterschiedlichen Runden. Ein bisschen unterschiedlichen Runden. Also es könnte sein, dass wir dann trotzdem gleich schnell sind wieder am Ende. Wir nehmen ein bisschen mehr Kraftstoff mit, um rausballern zu können. Wir geben am Anfang gleich ein bisschen Gas, RS... Stellen wir mal auf Überholen. Das ist ein ganz guter Kompromiss immer, finde ich. Ja, und dann versuchen wir die harten Reifen ein bisschen mehr tot zu fahren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe.
Es ist ein etwas bewölkter Renntag, aber die Atmosphäre ist wie immer elektrisierend. Und da ist Lando Norris. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. Der nächste Vertreter des Teams, Pierre Gasly. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung liegen viele Autos auf dem Weg zum Podium. Alle haben auf diesen Moment hingearbeitet. Die Zuschauer warten gespannt auf den großen Preis der Emilia-Romagna. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, und es wäre auch ganz toll, wenn wir uns dieses Rennen mal nicht drehen würden. So, wir haben zumindest keine Position verloren, wollte ich sagen. Aber Mick Schumacher drängelt da ganz schön. Ist da aber außen in der Kurve. Und da haben wir die Position verloren. Er ist immer noch außen. Eine Schikane hat er uns bekommen, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Wer fährt er auf Soft? Mehrere Positionen gewonnen. Moment mal, wir schauen mal gerade. Tsunoda fährt auf Softs. Ja, Mick Schumacher fährt auf Softs. Okay. Latifi war in Sektor 1 der schnellste. Ja, meinetwegen. Ja, wir sehen hier Medium und Hards zu Tsunoda und also die Alpha Tauris und die Haas scheinen sich auf Soft und Hard auf jeden Fall festgelegt zu haben. Ja, wir gucken mal. So, Gasly hat sich da vor Norris gedrängt. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Er ist einfach innen durchgeschlüpft. Das hat einige Positionen gebracht. Es sieht gut aus. Und jetzt müssen wir nur gucken. Das Team schaut zu und hat sichtlich Spaß daran. Ob wir vielleicht auch noch an so einem McLaren vorbeikommen. Das wäre super. Aber ich glaube, die hängen uns schon wieder eiskalt ab, ne? Noch hängen wir dran, irgendwie mehr oder minder. Ja, die Mediums überhitzen ein bisschen. Wir müssen noch ganz kurz durchhalten. Ne, wir kommen da nicht an denen vorbei. Nee, da ist gar nichts zu machen. Ach, traurig. Sehr traurig. So, die Mediums fahren wir Standard. Die fahren wir ein bisschen aggressiver. Also, dann schauen wir mal, ob wir hier zusammenbleiben können. Norris wieder vor Gasly. Sein Überholversuch ist ja fehlgeschlagen, leider. So, Vettel und Ricardo fahren, glaube ich, beide auf harten Reifen, oder wie ist denn das? Ah ne, Vettel auf Mediums, Ricardo auf harten. Ja, Mick Schumacher schleicht sich da von hinten schon wieder an. Kann aber noch nicht wirklich viel tun. Ist noch zu weit weg. Dafür geht jetzt vor Magnussen eine Lücke auf, so langsam. So, dann schauen wir mal, was uns das DRS bringt. Hier gibt es, glaube ich, nur die eine DRS-Zone auf Startziel.
Also unsere Jungs bleiben noch dran. Ja, und zwischen Magnussen und Tsunoda, ne, die Lücke wird jeden Moment aufgehen. Leclerc ist schon auf und davon irgendwie. Und Sainz wird Verstappen wahrscheinlich auch gleich abhängen. Wenn er sich ja nicht noch mit DRS irgendwie retten kann. Das ist natürlich alles nicht so cool. Ja, na schauen wir mal, was sich hier tut oder auch nicht tut. So, DRS-Zone. Mick Schumacher hängt da an Gasly dran. Norris verliert so ein bisschen auf Vettel. Unter DRS. Aber wir müssen dann wirklich gucken, ob wir irgendwie vielleicht Glück mit der Strategie haben, dass sie ein bisschen besser aufgeht als bei den anderen Teams. Stroll. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Oh, abgekürzt. Gibt das keine Warnung? Bringt uns natürlich erstmal nichts. Dadurch ist höchstens die Lücke zwischen Stroll und Magnus ein bisschen aufgegangen. Ah, Gasly versucht da an Norris dran zu bleiben. Konkurrent mit O. Irgendjemand ist in die Mauer gefahren. Jo. Sehen wir noch mal hin. In Kurve 7, ja. Die kennen wir ja. Und es gibt einen Unfall. Nicht so geil. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr. Ja, kann ich verstehen. So, Gasly verliert da echt immer mehr auf Norris. Mick Schumacher ist aber auch ein bisschen auf Abstand. Norris bleibt irgendwie an Vettel dran. Und Joe fährt jetzt wieder raus. Dem scheinen sie die Front repariert zu haben. Oh, Gasly war da gerade richtig dicht an Norris dran. Und Norris richtig dicht an Vettel. Wir verbrennen im Moment halt auch Unmengen von Treibstoff. Das können wir wahrscheinlich nicht mehr super lange mal so machen, wollte ich sagen. So, Joe jetzt mit 30 Sekunden Rückstand auf Albon. Ich hätte natürlich gerne beide Fahrer in den Top 15 diesmal, ne? Also das wäre erstmal so unser Ziel. Und dann gibt es ja nach dem Rennen auf jeden Fall neue Teile. Ein Heckflügel und ein Unterboden. Da müssen wir mal gucken, ob die uns voranbringen. So, vor Stroll ist die Lücke aufgegangen auf Magnussen. Magnussen ist da auch hinter Tsunoda gnadenlos zurückgefallen. Aber wir hängen da halt noch in dieser Sechsergruppe drin. Mit den beiden McLaren, Stroll und Mick Schumacher. Und lassen uns da erstmal nicht abhängen. Hoffe ich zumindest. So, Reifen sehen gut aus, ne? Die sind jetzt bei beiden auf 75% gewesen nach 12 Runden. Die Mediums werden natürlich jetzt ein bisschen schneller abbauen, obwohl wir die harten Reifen ein bisschen aggressiver fahren. Ja, viel tut sich nicht, ne? Wir sehen, Sainz und Verstappen sind jetzt wieder ganz dicht beieinander. Na, vielleicht hält Sainz Verstappen da so ein bisschen auf, ne? Und Leclerc ist vorne schon fast 7 Sekunden rausgefahren. Und Perez kommt da nicht so dicht, richtig ran. Hängt da im Niemandsland. Genauso wie Hamilton.
Ja, und unsere Gruppe bleibt da halt so zusammen, wie sie gerade ist. Der Mick Schumacher ist auf Softs unterwegs, ne? Das heißt, der muss dann irgendwann rein. Er wird die, den DRS-Bonus dadurch verlieren. Könnte aber noch ein bisschen dauern. Wann sind wir denn hier vom Boxenstopp dran? Kurz nach Runde 30. Quasi zur Halbzeit. Unsere Reifenmischungen halten beide ungefähr gleich lang. Ja, und da geht die Lücke jetzt auf nach vorne. Mick Schumacher in der Box. Und ja, da ist die Lücke aufgegangen. Wir müssen mal gucken, ob wir das hier mit Kraftstoffeinsatz am Leben halten können irgendwie. Ob wir jetzt gleich DRS bekommen oder nicht. Joe blockiert schon wieder. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo. Diesmal Kurve 15. Da gibt es ein bisschen mehr Auslauf, wie es aussieht. So, okay. Kein DRS für Norris. Ja, ist viel zu weit weg. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Sprit sparen. Werden uns da gegenseitig einfach DRS spendieren. Und müssen die McLarens jetzt leider ziehen lassen. Was natürlich blöd ist, aber dafür geben wir auch niemandem DRS. So, Gasly muss da ein bisschen ran. Dann können wir das vielleicht ab nächster Runde so ein bisschen mit gegenseitig überholen, DRS und so nach vorne wieder die Lücke ein bisschen kleiner machen. Die ist jetzt schon bei 2 Sekunden. Geht also relativ schnell auf tatsächlich. Naja, aber Gasly hat da mit den härteren Reifen doch ein bisschen zu kämpfen. Ja, die nutzen sich wirklich ungefähr gleich schnell ab. Schon wieder ein Unfall. Wen hat es diesmal erwischt? Oh, und das ist ein Unfall. Stroll. Sehen wir es uns an. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Das heißt, die beiden McLarens sind jetzt auch alleine. Eine eindeutige Kollision. Da, das ist sehr bedauerlich. Genau dasselbe Ding, das uns halt auch im Qualifying passiert ist. Hat uns dann natürlich noch einen Platz gebracht. Also wir sind jetzt auf 13 und 14. Ich meine, klar, ein paar Jungs waren auch schon in der Box, um Reifen zu wechseln. Joe und Stroll mussten beide in die Box, um zu reparieren. Hat Stroll neue Reifen bekommen? Ja, hat er. Joe hatte vorhin wahrscheinlich auch harte Reifen bekommen, einfach. Also unsere Lücke zu den beiden McLaren, 3,4, wir sagen einfach 4 Sekunden sind's. Wenn es jetzt noch keine 4 sind, dann wird das in naher Zukunft so sein. Also Gasly fährt da hinter Norris her die ganze Zeit. Ja, man muss da aufpassen, dass er noch DRS bekommt. Ja, jetzt bekommt, doch, bekommt er. Kann die Lücke also wieder ein bisschen schließen. Ja, und unsere Reifen sind jetzt schon eigentlich bei 50%, ne? Also da, wo man so langsam sagt, meh, nicht so geil, wir fahren die halt wirklich tot. Kann man jetzt nichts machen. Ja, Gasly jetzt nicht mehr im Windschatten von Norris. Bekommt kein DRS mehr. Abstand nach vorne geht auf. Latifi 11 Sekunden weg. Okay, gut. Norris ein bisschen abseits gefahren. Hat Gasly wieder rankommen lassen. Sieh mal einer an. Ein Ausritt. Unterbodenschaden, oh nee. Achtung, wir sehen uns Lando Norris an. Oh, komplett von der Ideallinie abgekommen. Unterbodenschaden ist gar nicht gut. Wenn die Aerodynamik nämlich flöten geht, ne, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass wir in folgenden Kurven mehr Fehler machen. Na gut, also noch ein Teil, das wir dann nachproduzieren müssen, auf jeden Fall nach dem Rennen haben wir zum Glück Geld.
Ja, die Jungs haben schon ordentlich was kaputt gefahren. So, also, wir scheinen uns von Latifi wieder ein bisschen entfernen zu können. Wie es aussieht. So, Norris trotzdem noch schneller als Gasly jetzt. Aber die Lücke natürlich wieder deutlich kleiner. So, Tsunoda jagt uns jetzt. Der hatte auch Softs drauf, ist jetzt rausgekommen mit harten Reifen, vermute ich. Mit Mediums. Oh. Dann fahren die vielleicht Soft, Medium, Medium. Interessant. Ja, Tsunoda aber fast 9 Sekunden weg. Oh, kommt aber, glaube ich, deutlich schnell näher. So, wir machen aber gleich einen Boxenstopp. Das ist auch gut so mit den Reifen. So, Norris wird zuerst reinfahren. Obwohl seine Reifen halt noch besser sind. Gasly dann 2 Runden später. Machen wir auch einfach so, wie die Strategie das vorsieht. So, Gasly hat sich da schon wieder von Norris abhängen lassen. Und Tsunoda fliegt da einfach auf und zu auf den relativ frischen Mediums. Aber warte mal, so frisch sahen die gar nicht aus irgendwie, ne? 73%, ja. Die waren schon angekaut irgendwie. Die hatten sie schon mal im Training gefahren vielleicht. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Tsunoda nimmt Kurve 11 weit, das ist gut für uns. So, wir wechseln auf harte Reifen. Bauen wir neuen Unterboden ein. Okay, wir haben... Ja, nee, wir könnten nur Frontflügel auswechseln scheinbar. So, 2,7 Sekunden Standzeit sind geschätzt. Box, Box. Achso, jetzt haben wir nicht gesehen, Tsunoda hatte sich verbremst. Ja, confirm. Hab ich die Box an der. Das scheint ihn aber nicht super viel Zeit gekostet zu haben. Also Perez nimmt Kurve 11 weit. Ja, gut, okay, Standard. Schon wieder ein Unfall. Tsunoda, ne? Ja, Tsunoda fällt er zurück. Nach einem Unfall. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sieh mal einer an. Der hätte uns beinahe eingeholt gehabt. Er fährt dann aber hier in die Wand. Kurve 7. Kann man nicht direkt sagen, dass das eine Glückskurve ist. Außer für uns, ne? Uns hat die jetzt schon 3 Plätze gebracht. Können Sie sich davon erholen? Wir werden sehen. Aber mal sehen, ob die uns vielleicht auch nochmal zum Verhängnis wird. Oder ob unsere Jungs draus gelernt haben. Aus dem Vorfall im Quali. So, Norris, sagen wir schon mal hier. Benutzen wir ein bisschen Reifen, bitte. Von der Linie abgekommen. Joe nimmt Kurve 6 weit. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Meine Güte, komplett von der Ideallinie abgekommen. Ja, es war jetzt auch nichts Tragisches auf jeden Fall. So, Gasly, ach, der fährt noch eine Runde mehr, ne? Ja, für den ist erst nächste Runde das Optimum. Oh, und Norris ist jetzt da natürlich direkt hinter Perez da in der Spitzengruppe rausgekommen. Hinter ihm Stroll. Na, auf Platz 16 ist er zurückgefallen. Albon war noch nicht in der Box, der ist noch vor ihm.
Mick Schumacher ist weit vor ihm. Ah, der muss noch mal in die Box, denke ich. Oh, ich hoffe echt, dass unsere Strategie aufgeht. So, du kommst dann auf Mediums wieder raus, bitte. Box, Box. So, wo ist denn Norris? Ach, der wird da gleich von Stroll kassiert. Da haben die Räder blockiert. Magnussen blockiert in Kurve 12. Alle blicken nun auf Kevin Magnussen. Und ja, da blockieren die Räder. Okay, das war kein krasser Zeitverlust. Er hat halt einfach die Schikane eiskalt abgekürzt. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Was für eine Schande. Das sah wirklich nicht nach Zeitverlust aus. Und wenn doch, dann ein geringer Zeitverlust so. Reifen bitte Standard fahren. Und dann gucken wir mal, wie weit entfernt von Norris er rauskommt. Wir gehen mal einfach zu Norris hier. Der ist da mit Stroll zu tun bekommt. So, wo ist er? Da ist der Boxenausgang. Oh, er ist schon raus. Ist er schon da vorne um die Ecke? Nee. Er hat gebummelt. Also wir haben ihn da scheinbar erst jetzt erst aus der Boxengasse raus. Stay cool, man. You're doing a good job. Position verloren. Was ist denn da bei Gasly los? Der ist jetzt hinter Joe. Ach, wirklich? Okay, das nervt mich ja so ein bisschen. Kann er wenigstens an Joe dranbleiben? Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Boah, da... Oh, okay, gut. Da hat Gasly aber auch echt ein bisschen den Rasen umgepflügt, ne? Und Joe ist da richtig an ihm vorbeigebrettert. Das war ein herber Schlag für das Team. Es kann ihre Gesamtchancen wirklich beeinträchtigt haben. Könnte sein, ja. So, aber wenn Gasly an Joe dranbleiben könnte, dann ist es ja schon mal gut. Ricardo. Kurve 15, jetzt passiert hier doch ein bisschen mehr. Und schon blockieren die Räder. Das hätte fast das komplette ausbedeutet. Der hat es ja richtig weit rausgeballert. Aber der ist so weit vor uns inzwischen, dass es komplett irrelevant ist. War der Mann schon an der Box? Nee. Der war noch nicht an der Box. So, Gasly soll hier mal an Joe dranbleiben, auf jeden Fall. Dann versuchen wir mal richtig an ihm vorbeizuziehen. Können wir da nach vorne aufholen zu Stroll? Ah, das wird ganz schwierig, glaube ich. No safety required. Okay. So, da ist er schon mal richtig schön dran an Joe. Messpunkt ist hier an diesem Kurveneingang. Quasi hier. So, und schaffen wir es jetzt vorbei. Wir haben volles ERS, wir haben DRS, wir haben volle Motorleistung. Trotzdem kann sich Joe da noch hinter uns halten. Wir müssen die Batterie ein bisschen schonen, leider. Ja, Norris wurde nicht von Stroll eingeholt, ist aber noch richtig weit von Albon weg, der aber auch noch nicht an der Box war. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir uns das mal an. Da ist Aston Martin.
Also das Überholmanöver hat echt gerade so funktioniert. Du meine Güte, da wird der andere Fahrer überholt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob uns das überhaupt was nützt oder ob Joe gleich wieder zurück überholt. Dazu gucken wir uns mal Joes Reifen an. Ein bisschen halten die noch. Aber unsere Reifen haben quasi noch Quali-Grip. Albon macht einen Fehler. Ja, ohne Konsequenz. Wird er überrundet, ne, verliert dadurch deutlich mehr Zeit. Oh, und das ist natürlich gut jetzt für Norris. Der ist ein bisschen dichter rangekommen. Ne? Wir haben ihn da im Hintergrund gesehen. Aber ist angeblich immer noch 3 Sekunden weg. Während Gasly sich hier von Joe ein bisschen absetzen kann. Und da schon fast an Stroll dran ist. Kriegen wir DRS? Oh, wir kriegen DRS. Stroll spendiert. Das ist natürlich jetzt top. Dadurch kann Joe uns nicht einholen und der ist jetzt über eine Sekunde weg hinter uns. Oh, perfekt. So, dann lassen wir mal ein bisschen laufen. Norris könnte auch langsam ein bisschen Gas geben. Ne? Ich wollte eigentlich warten damit, bis ich irgendwo im Windschatten angekommen bin. Na, vielleicht kommen wir bei Albon noch in den Windschatten und können es dann richtig nutzen. So wie Gasly das jetzt mit Stroll macht. Da wird er auch gleich mit DRS vorbeigehen, denke ich mir. Komm schon, tu es, tu es, tu es. Noch nicht, aber er hängt richtig dicht an ihm dran jetzt. Die Reifen blockieren. Sehen wir Ocon. Uns das genauer an. Jetzt sehen Sie sich das an. Sieht nach Ocon aus. Der war auch bisher unauffällig in der Saison, ne? Oh, ja. In der Schikane da, eingegraben bisschen in. Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich fragen. Ja, die werden überleben. So, und bei Norris wäre es jetzt, glaube ich, auch an der Zeit, ein bisschen Druck zu machen. Dann kann er da nämlich Albon auch ein bisschen benutzen. Als DRS-Spender. So, Joe. 1,5 Sekunden hinter Gasly. Super gut. Das festigt unsere Position da ein bisschen. So, Norris an Albon vorbei. Wunderbar. Gibt da einfach weiter ein bisschen Gas, damit er ihm nicht unnötig DRS spendiert. Gasly hat es immer noch nicht an Stroll vorbei geschafft. Stattdessen kommt jetzt Joe wieder von hinten ran. Das ist natürlich nicht ganz das, was wir wollen. Wie machen wir das? Wir beobachten mal kurz, woran es liegt. So, Norris hat Albon abgehängt. Wunderbar. So, da aus der Kurve kommt Stroll auch deutlich besser raus. Dann kommt er auch besser um die Kurve rum. Boxenstopp bei anderem Team. Bei welchem denn? Mick Schumacher ist an die Box gefahren. Okay, gut. Ja, jetzt ist Joe quasi wieder dran an Gasly. Das heißt, Gasly muss da gleich nochmal ein bisschen Benzin, ein bisschen Batterie benutzen, um an Stroll vorbeizugehen. Hätte ich schon die Runde davor machen sollen, glaube ich. So, hinter der Schikane sagen wir ihm einfach mal Vollgas. Einfach nur, damit wir von Joe wegkommen. Energy if you need it. Ja. So, da ist der Messpunkt, ne? Diese weiße Linie, da ist es, glaube ich.
So, und jetzt bitte. Ja, unser Akku ist nämlich gleich alle. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist blöd. Und es hat nicht funktioniert. Oh Leute, ich raste aus. Okay, wir bleiben gerade so dran, aber wir haben Albon eingeholt. Aber Joe klebt uns jetzt wieder in DRS-Reichweite hinten am Heck. Das ist super ungünstig. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber Stroll ist ja doch zu schnell für uns. Noch. Ich hoffe ja, die Reifen von den anderen beiden, ne? Also von Stroll und Joe, die müssten eigentlich vor uns nachgeben. Ja, also Joe müsste gleich deutlich langsamer werden, hoffe ich. Ja, und Stroll, der wird wahrscheinlich bis zum Ende durchfahren wollen. Da weiß ich auch nicht unbedingt, ob wir da am Ende einen Vorteil haben. So, es könnte sein, dass Norris seine Reifen ein bisschen schonen muss. Der holt zwar ein bisschen nach vorne auf, aber ich denke nicht, dass das genug ist. Ja, die Reifen sind noch gut andererseits. So, wir beobachten das mal ein bisschen. Joe hat da sich einen Fehler geleistet. Den haben wir wieder ein bisschen distanziert. Nein, was ist das? Gasly, ja, jetzt... Ah, Joe wurde überrundet. Okay, cool. Und jetzt sind wir 2,3 Sekunden durch diese blöde Überrundung wieder weg von Stroll. Das kann nicht sein. So, wir gucken mal bei Norris. Ich glaube, der verschleißt wirklich ein bisschen zu sehr Reifen. Da gehen wir mal auf Standard runter. Wahrscheinlich müssen wir auch gleich ein bisschen Benzin sparen. So, Gasly hängt jetzt wieder an Stroll dran. Wir werden auch hier ein bisschen Benzin sparen. Gucken mal, ob wir die Position trotzdem halten können. Was war da los mit Verstappen? Ne, und sofort hängt Stroll uns ab, ne? Oder kam das jetzt durch das Überholen / Überrunden? Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. So, Gasly hat sich den Platz zurückgeholt direkt von Joe. Vielleicht bleiben wir da einfach mal kurz drauf. Da ist nämlich gerade ganz schön viel Betrieb. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. Also da wird durch diese Überrundungen wird da ganz schön viel rumgemischt gerade. Während Norris da halt sehr, sehr alleine unterwegs ist. So, da sind wir wieder im Train drin, direkt hinter Stroll und Albon. Stroll wird ja jetzt an Albon vorbeigehen. Können wir damit durchschlüpfen? Das wäre super wichtig. Da hätten wir nämlich... Ja, sehr gut. Ja, ja, doch, das passt. Kommt gleich Linkskurve. Dann haben wir nämlich einen kleinen Puffer zu Joe auf jeden Fall. Noch eine Linkskurve. Wir können das halten. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Da ist die Wiederholung. Ja, es läuft ja noch die Szene eigentlich. Da ist Aston Martin. Und los geht's. Eine Position im Pulk aufgeholt. So, und da hoffen wir, dass Joe einfach ein bisschen hinter Albon festhängt und Stroll uns ein bisschen wegzieht von den beiden. Das wäre jetzt schon wichtig. So, vorne gehen jetzt ein ganzer Haufen Fahrzeuge wieder an die Box. So knappe 20 Runden vor Schluss. Ja, Gasly bleibt an Stroll dran. Joe bleibt erstmal hinter Albon stecken. So wie wir uns das gewünscht hatten.
So, und jetzt kommt es drauf an. Albon fährt in die Box. Bekommt Joe trotzdem DRS. Ja, die Lücke von Joe auf Gasly ist jetzt natürlich dadurch, dass Albon da weg ist, groß geworden. So, im Moment haben wir beide Fahrzeuge in den Top 15. Norris hat Abstand nach vorne und nach hinten. Ah, Ricardo ist gar nicht so weit weg von ihm, ne? Ricardo ist gar nicht so weit weg von ihm. Da würde ich gerne mal auf die Karte gucken. Wie sieht denn das aus? Ricardo war gerade an der Box, vermute ich. Ja, der ist auf Softs rausgekommen. Okay, den holen wir nicht ein. Den werden wir nicht einholen. Aber gut, okay. Bleiben einfach ein bisschen bei Gasly noch. Denk nämlich noch an Stroll dran. Konkurrent mit... da hat Joe rausgehauen zum zweiten Mal. Es gab einen Unfall. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir nochmal hin. Da haben schon wir wieder Joe. Kurve 7. Meine Güte, damit konnte niemand rechnen. Eieiei. So, Gasly bleibt auf jeden Fall an Stroll dran, das ist gut. Norris lässt sich da von Ricardo abhängen, das ist komplett in Ordnung. Fährt Stroll nochmal in die Box? Ich glaube nicht, ne? Nee, wird er nicht. Aber der wird sich die Reifen ganz schön kaputt fahren, noch kaputter als wir. So, gleich kommt hier Perez von hinten ran gerauscht. Hamilton nimmt Kurve 11 weit, das ist auch nichts Dramatisches. Lewis Hamilton ist darin verwickelt. Ein Ausritt. Nee. Nicht gerade Grund zur Freude. Gar nicht dramatisch. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass Gasly, ob der da viel Zeit verliert oder nicht. Oder ob wir das irgendwie hier nutzen können. Dass Stroll ja dann auch gleich mal bremsen muss ein bisschen. Also erstmal werden wir langsam und dann versuchen wir uns jetzt hier einfach hinten ranzuhängen. Und einfach mit durchzufahren, wenn Stroll jetzt nämlich bremst. Ja, es hat funktioniert. Taktik ist einfach aufgegangen. Sie haben einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das genauer an. Das war der Aston Martin. Wenn ich mich getraut hätte, hätte ich da natürlich auch ein bisschen Batterie eingesetzt. Vorteil genutzt und vorbei. Habe ich mich aber nicht getraut. Hervorragend gemacht. In der Box war das Team absolut begeistert. So, ich vermute mal, Gasly bekommt da kein DRS, ne? Von überrundenden Wagen glaube ich generell nicht. Na, Stroll bekommt aber DRS auf ihn. Aber müsste nicht gleich noch eine Überrundung anstehen? Wir sparen mal hier wieder ein bisschen Sprit, den brauchen wir noch. Russell ist... Ist er in die Box gefahren? Na gut. So, Norris hat da vorne auch nicht viel zu melden. Wie sieht denn das aus bei Norris generell? Ricardo, ja, mit frischen Softs, die werden überleben bis zum Schluss. Save fuel. Ja. Wir können dann nochmal ein bisschen Gas geben, auf jeden Fall. Ne? Sainz und Verstappen werden Norris jetzt gleich überrunden.
auf der Geraden, da kostet das nicht super viel Zeit. Norris hat auch noch ein bisschen was im Akku. Gasly konnte Stroll da weit genug abhängen, dass er kein DRS mehr bekommt. Ganz wichtig. Okay, Gasly ist schneller als Stroll. Mal sehen, ob Mick Schumacher da auf Stroll aufholt oder was da passiert. Der ist jetzt 2,5, 2,6 weg ungefähr. Da hätten wir sogar beide Fahrzeuge in den Top 14, wenn das so Bestand hat bis zum Schluss. Also Gasly fährt sich da gerade einen kleinen Vorsprung raus auf jeden Fall. Holt auch ein bisschen auf Norris auf. Ja, und Mick Schumacher kommt tatsächlich an Stroll ran. Auf was für Reifen fährt denn der Mann? Auf Mediums. Ja gut, okay, die sind auch schneller als unsere. Sein Wagen ist schneller als unser Wagen, also da haben wir vielleicht noch ein bisschen Gefahr. Müssen wir mal schauen. So, Norris wird jetzt von Perez überrundet. Ich hoffe, Stroll kann Mick Schumacher da ein bisschen aufhalten wenigstens. Das wäre super praktisch. Ja, Mick Schumacher schon in DRS-Reichweite zu Stroll. Aber Gasly hat ja schon fast 4 Sekunden rausgefahren auf Stroll. Ja, wenn wir Glück haben, dauert es noch 1-2 Runden, bis er da überholen kann. Ne? Durch die Überrundung wird er jetzt nämlich schon wieder eine kleine Lücke aufgetan, hat sich schon wieder geschlossen. Und wir werden ja auch gleich noch überrundet. Da können wir nur hoffen, dass das an einer für uns sehr, sehr günstigen Stelle passieren wird. Und dass Stroll Schumacher wirklich noch aufhalten kann. So, Gasly hat nämlich auch nichts mehr im Akku, ne? Also der kann da nicht gegen Mick Schumacher irgendwie gegenhalten. Hamilton lässt sich noch ein bisschen Zeit mit dem Überrunden, das ist gut für uns. Kann sich meinetwegen noch ein bisschen mehr Zeit weglassen, lassen generell, ohne weg. Oder kann ganz wegbleiben, aber das wird wohl nicht passieren. Ja, Stroll kann Mick Schumacher immer noch aufhalten. 7 Sekunden Vorsprung schon. Und nur noch 7 Runden zu fahren. So, Hamilton holt Gasly jetzt auf der Geraden mit ein bisschen Glück. Ne, schafft er nicht. Aber hier, okay, gut. 6 Sekunden. Schumacher ist an Stroll vorbei. Müsste er eine Sekunde pro Runde aufholen. Das schafft er nicht ganz, wie es aussieht. Wir haben ja auch noch ein bisschen was im Tank. Russell wird dann nochmal Mick Schumacher ein bisschen Zeit kosten, hoffe ich. Ja, Gasly wird hier einfach ein bisschen Druck machen. Wird den Tank ein bisschen leer fahren. Leichteres Fahrzeug ist ja auch nicht verkehrt. So, 6 Sekunden ist Mick Schumacher nach dem Überhol- bzw. Überrundungsvorgang durch Russell wieder entfernt von Gasly. Die Räder haben wohl blockiert. Verstappen blockiert hier nochmal in Kurve 15. Hier sehen wir jetzt Max. Oh, dann treibt es ihn ja auch richtig weit raus, ne? Die Räder haben blockiert, aber das hätte schlimmer kommen können. Ja. Also Verstappen wird dann wohl an die Ferraris nicht mehr rankommen. Leclerc fährt ja sowieso vorne in quasi Mutterseelenallein weg. Also Plätze 13 und 14. Ja, wäre natürlich schon mal cool. Ich würde es dann auf die Strategie schieben. So, wenn wir hier Benzin rausballern, können wir den Vorsprung zu Mick Schumacher sogar ein bisschen erhöhen. Ein ganz kleines bisschen.
minimal. Wir werden gleich noch ein bisschen Zeit verlieren durch Russell. Aber wenn wir Glück haben, kriegt er uns gar nicht mehr. So, Norris wurde von Hamilton überrundet. Aber wir bleiben hier hinten bei Gasly. Wir sehen da im Hintergrund Russell. Mick Schumacher sehen wir dann nirgendwo. Das ist ja schon mal sehr vielversprechend. Ja, Ricardo sogar noch an Vettel vorbeigefahren, ne? Und Norris hat er 16,5 Sekunden Rückstand. So, und Gasly wird das hier souverän vor Mick Schumacher nach Hause bringen. Benzin sollte auch reichen. So, Norris ist auf Platz 13 reingekommen. Gasly auf Platz 14. Also es ist noch nicht... Ach was, es gibt noch eine Runde. Nein! Na gut, meinetwegen. Ich dachte, es wäre schon die letzte Runde. Habe ich mich verguckt. So, dann darf jetzt natürlich hier nichts mehr passieren einfach. Aber dann ist natürlich für unsere Jungs noch nicht alle Hoffnung verloren. Ne? Wenn wir es schaffen, hier vor Verbesserung unserer Wagen mit neuen Teilen Platz 13 und 14 zu schaffen. Sehen wir es uns an. Und das ist er, der Sieg für Charles Leclerc. Im Ernst, nicht einmal die schärfsten Kritiker könnten hier etwas anmerken. Dieser Sieg war absolut verdient. Ja, der war ja so weit vorne, ne? 20 Sekunden vor Sainz, der seinerseits noch ein bisschen Vorsprung hatte. Ergebnisse gucken wir uns natürlich gleich nochmal an. Erstmal fahren wir mit Gasly die letzte Runde. Oh, Mick Schumacher kommt da nochmal richtig ran. 4,6 Sekunden, aber es ist nicht mehr weit. Und wir könnten auch nochmal ein bisschen verteidigen mit unserem ERS. Naja, er ist rangekommen, weil Russell uns jetzt doch noch überrundet hat. Okay, also keine Panik, alles in Ordnung. Das hat uns nur 1,5 bis 2 Sekunden gekostet, dieser Überrundungsvorgang. Komplett normal. So, Norris, jetzt aber wirklich auf Platz 13 reingekommen. Gasly jetzt auf Platz 14, wunderbar. Ja, Leclerc 19 Sekunden vor Sainz, der... Es ist nicht schlimm, das ist das beste Ergebnis diese Saison. Sainz auf jeden Fall 7,5 Sekunden vor Verstappen, der nochmal 2,25 Sekunden vor Perez und dann ganz viel Zeit auf Hamilton, nochmal 20 Sekunden und der nochmal 10 Sekunden auf Russell. Also die Lücken hier im Endergebnis sind riesig. Eine ansprechende Leistung von Lando Norris an diesem Wochenende. Aston Martin hatte ein gutes Wochenende, aber es gibt noch Spielraum für Verbesserungen. Das Team arbeitet solide und wird die Probleme in den Griff bekommen. Hoffentlich sehen wir in nächster Zeit bessere Resultate von ihnen. Das Rennwochenende ist zu Ende und das Team belegt Platz 8 in der Konstrukteursmeisterschaft. Als nächstes unternehmen die Teams eine Reise in den Sunshine State. Das Hard Rock Stadium ist der Austragungsort für den hochspannenden großen Preis von Miami. Oh ja, Miami. Ja, also wir haben auf jeden Fall beide AlphaTauris, ne, durch Unfälle hinter uns gelassen. Beide Williams, Joe durch einen Doppelunfall, Mick Schumacher einfach nur, weil wir schneller sind als er. Ja, Platz 13 und 14, damit bin ich zufrieden. Ne? Beide haben 3 Plätze gut gemacht. Wunderbar, kann man einfach mal so tun. Da sind uns natürlich die Unfälle jetzt hier sehr zu Pass gekommen. Also normalerweise wären wir wahrscheinlich auf 16 und 17 geblieben, wenn Stroll, Tsunoda und Joe nicht so, ja, weiß nicht, Pech gehabt hätten. Wir bekommen natürlich wieder keine Punkte. Ein Punkt wäre halt schon cool gewesen, um Platz 8 wirklich zu festigen erstmal. Aber dafür hat es nicht gereicht.
So, wir schauen mal. Verstappen führt immer noch, aber nur noch mit einem Punkt vor Leclerc, der 10 Punkte gut machen konnte in diesem Rennen. Beachtlich, beachtlich. Magnussen hat auch einen Punkt bekommen. Ist damit vor Mick Schumacher geklettert. Also Haas schon 2 Punkte. Okay, gut. Die McLarens sind diesmal leer ausgegangen. Auf jeden Fall Bottas 6 Punkte eingefahren. Ja, das sieht alles andere als schlecht aus. Norris hat sich vor Gasly geschoben jetzt. Dann wird er seiner Bezahlung dann vielleicht doch ein bisschen gerecht langsam. Mal gucken, wie es ist, wenn der Wagen besser wird, ob er da noch ein bisschen mehr rausholen kann. Na, Konstrukteursmeisterschaft. Ja, Red Bull noch vorne, aber Ferrari 17 Punkte aufgeholt. Sind jetzt nur noch 16 Punkte entfernt. Mercedes dümpelt da hinten so ein bisschen rum, ne, für die nichts zu holen. Haas haben einen Punkt bekommen, wie gesagt. Alfa Romeo durch Valtteri Bottas 6. Alpine auch 6. Wie sieht das hier aus? Alonso 4 Punkte, Ocon 2 Punkte. Na gut. Weiß nicht, ob die damit zufrieden sind unbedingt. Aber wir immer noch 0 Punkte. Ein Punkt, um hier Platz 8 zu holen, wirklich, ne? Wäre natürlich toll. Weil ich weiß nicht, ob wir vor Alpha Tauri die Saison wirklich beenden können, wenn wir beide 0 Punkte haben und die immer die besseren Ergebnisse fahren. Müssen wir schauen. So, Geld. Nee, erstmal Fahrerbewertung. Okay, das waren die zufrieden damit. Gute Leistung von Lando. Beeindruckende Leistung von Gasly. Okay, das hört sich doch gar nicht komplett scheiße an. Gescheitertes Überholen 8-mal. Weil Gasly 4-mal verteidigt. 5-mal überholt. 4-mal gescheiterte Verteidigung. Bei Lando war scheinbar nicht so viel los, ne? Erfolgreiches Überholen 3-mal, erfolgreiche Verteidigung 3-mal, gescheitertes Überholen 1-mal. Aber gut, es gibt halt so ein paar Pünktchen dazu nochmal. Ja, Nico, der bekommt halt keine Einsätze bei uns, ne? Sorry, Nico. So, 4 Millionen glatt. Wir haben diesmal keine Abzüge bekommen. Keine Fahrerboni bezahlt. Sponsoren haben uns Leistungsanreize ausgezahlt. Die Zielplatzierung, oh ja. Die Zielplatzierung, beide Fahrer in die Top 15 bekommen. Glückssträhne Qualifying-Rang, ja, wenn es jetzt ein Rennrang gewesen wäre, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Also ein paar Zusatzbezahlungen, Prämien wären schon mal nicht schlecht eigentlich. Na, wir können jetzt auch ein bisschen pokern, ne? Mal gucken mit den neuen Teilen. Da lohnt sich das dann vielleicht auch langsam. Wir haben keine Schulden mehr. Von daher können wir jetzt da ein bisschen was machen, uns vielleicht ein bisschen zusätzliches Geld holen mit ein bisschen Glück. Wir haben 1,8 Millionen auf dem Konto. Bis Miami dauert es noch 11 Tage und wir müssen echt mal gucken, wie das mit den Teilen ist, bevor hier und da ein paar anfertigen, bevor in 4 Tagen dann die neuen Heckflügel und Unterböden fertig sind. Da müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich alles hinbekommen. Könnte sehr, sehr knapp werden. Ja, aber für heute war es das dann erstmal, würde ich sagen. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Na, das war glücklich, aber ein Schritt nach vorne vielleicht, weil wir nämlich konstant durchgefahren sind, uns nicht gedreht haben, keinen Einschlag hatten im Rennen, zumindest im Qualifying schon. Wird auf Dauer auch ein bisschen teuer, aber wird schon irgendwie gehen. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.